Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Tutorial hier in der DirectX 12 Reihe. Ja, ich habe eine Facecam wieder zum Laufen gebracht tatsächlich und das lag gar nicht mal an der Facecam, sondern irgendwie doch an Nvidia Broadcast. Ich muss mal schauen, ob es da nochmal ein Update gibt. Die ist mir mal eingefroren. Muss jetzt heute mal auf meine Referentenansicht verzichten, damit ich auch sehe, dass die jetzt nicht wieder einfriert, weil das wäre nämlich blöd. Aber wie gesagt, dann eben jetzt mit Facecam. Ja, aber worum es eigentlich geht, DirectX 12 und nach dem Intro geht's los. Ja, heute wollen wir uns die Constant Buffer anschauen. Der letzte Schritt, der uns fehlt, bevor wir dann tatsächlich jetzt mal loslegen können und uns tatsächlich mal um die eigentlichen Sachen, um die wir uns kümmern wollen, kümmern können. Und zwar um Rendern, DirectX 12, irgendwas zeichnen. Also ich meine, ja, das Tutorial ist ja ganz kurz bisher. Von daher, so nach 5 Minuten Tutorial schauen, so schön UI zeichnen, das geht dann schon. Also ist ja nicht so, dass es ein paar Stunden sind, die man da anschauen muss. Aber okay, ja, schauen wir uns doch erst einmal an und überlegen uns, was sind denn Constant Buffer? Denn eigentlich kommen wir da selber drauf, was das sind. Und zwar, wenn wir uns überlegen, was haben wir denn schon? Bisher haben wir jetzt unser Programm auf der GPU mit unseren Variablen, also standardmäßig, wie man es eigentlich kennt. So, des Weiteren haben wir so ein paar Bindables dran getan, also kurz zusammengefasst, ganz rudimentär, kurze Konstanten, also Root-Konstanten, einfach Werte, die wir reingepusht haben. Dann haben wir Texturen gehabt, letztes Video, also Texturen plus Sampler. Und da konnten wir quasi auch davon lesen. Jetzt ist die Frage, was fehlt noch? Und nachdem wir ja schon irgendwie kurze Konstanten haben, ist es ja wohl doch schon irgendwie schlüssig, dass wir auch irgendwie lange Konstanten haben wollen. Und zwar, ja genau, das ist das, was im Prinzip fehlt. Lange Konstanten. Es ist im Prinzip schlussfolgerlich, wenn man logisch nachdenkt, eigentlich nicht das Einzige, was fehlt, weil bisher haben wir nur Datentypen, von denen wir lesen können. Und beziehungsweise doch, wir können natürlich schon auch schreiben, und zwar auf unser Render-Target, aber im Prinzip haben wir nur Datentypen, mit denen wir lesen können und eigentlich nichts zum Schreiben. Aber es gibt zum Beispiel auch was Schreibbares und das sind in dem Fall die Unordered Access Views, unordered, weil man eben auch schreiben kann. Und die sind aber eine spezielle Sache, die habe ich ein bisschen ausgegraut. Darum werden wir uns vielleicht mal irgendwann ein eigenes Video drum kümmern oder wenn wir es eben dementsprechend brauchen. Aber Moment, nebensächlich brauchen wir noch nicht. Also, so weiterschalten bitte, danke. Also, heute soll es über Constant Buffer gehen. Und dazu erklären wir erstmal, was sind Constant Buffer? Constant Buffer ist im Prinzip ein Struct auf der GPU, nichts anderes. Und das Schöne ist, kann im Shader auch als Struct interpretiert werden. Das heißt, ich schreibe mir im Shader einen Struct, sage, der Struct ist ein Constant Buffer und zack, habe ich dieses ganze Binding da. Ist relativ einfach, werden wir aber dann dementsprechend auch gleich sehen. Noch was Schönes ist, es kann beliebige Daten und Datentypen beinhalten. Natürlich nur das, was auf der GPU zur Verfügung steht. Natürlich auch keine Texturen, die muss ich natürlich alle einzeln definieren. Aber im Prinzip kann ich alle möglichen Sachen da definieren. Ich kann mir im Prinzip Substructs bilden, irgendwie Sachen da sagen, hier habe ich einen Float, da habe ich ein UInt, da habe ich nochmal einen Float. Theoretisch könnte ich sogar Chars hochladen, auch wenn man das nochmal ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Und auch eben den Nutzen sich überlegen muss. Man kann natürlich einen Char nehmen, damit in den anderen Array von Constant Buffern indizieren, der da dementsprechend daraus UV-Koordinaten zum Beispiel holt, um dementsprechend ein Zeichen zu zeichnen und quasi direkt den Char umzusetzen, weil man da eben wirklich überlegen muss, ob man das nicht lieber auf der CPU macht und nicht nur überlegen muss, sondern auch eben testen muss. Aber im Prinzip alles Mögliche können wir da reinpassen. Warum heißen die Constant Buffer? Die heißen Constant Buffer, weil die nicht static, constant sind. Während eines Draw Calls, also während der kompletten Aufrufs Draw, sind die unveränderbar, deswegen static, nicht static, Constant Buffer, Constant, Konstanten und natürlich nicht von unserer C++-Seite her. Von unserer C++-Seite können wir die bearbeiten, wie wir wollen, aber eben von der GPU nicht, daher Const. Ja, was sind Anwendungen für diesen Constant Buffer? Alle möglichen dynamischen Daten im Prinzip, also Positionen, Animationsbereiche. Wenn ich jetzt sage, das ist mein Animationsbereich, das ist mein Startbereich, das ist mein Endbereich und dann hier habe ich meine aktuelle Position irgendwie normalisiert zwischen 0 und 1, dann kann ich das irgendwie schön skalieren und dann auf gewisse Vertices zum Beispiel anwenden und dann in den Constant Buffer schön die Animation reinpacken und die jeden Frame updaten. Was ich natürlich auch machen kann, sind Konfigurationswerte. Zum Beispiel, wenn ich einen Filterkernel habe, zum Beispiel für einen gaußschen Weichzeichner, würde ich dementsprechend die Weights, die ich eben habe, um eben diesen Filter zu berechnen, in den Constant Buffer reinschreiben und dann später eben aus diesem Constant Buffer lesen.
Ja, das sind wir auch schon tatsächlich heute mal sehr schnell im Teil DirectX, und zwar Teil 1 von 1, 1 von 2, die C++ API-Seite. Das allererste Mal müssen wir natürlich den Constant Buffer irgendwie auf der GPU initialisieren. Dazu müssen wir den erstmal beschreiben. Das ist wieder eine ganz normale Ressource. Das Bild kennt ihr schon. Also D3D12 Ressource Dimension Buffer. Haben wir ja schon ein paar Buffer erzeugt. Von daher nichts Neues. Und ja, im Prinzip nichts Besonderes. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, den Constant Buffer View direkt an die Root-Signatur zu binden, also ohne einen Root-Table. Dann kann ich diese Funktion hier verwenden, setGraphicRootConstantBufferView. Da muss ich einfach nur einen Root-Index angeben und eine GPU-Virtual-Adresse. Also ich habe diesen kompletten Umweg über Deskriptoren nicht. Ich kann mir die Deskriptoren komplett sparen. Ich kann ihn direkt in die Root-Signatur binden. Braucht keinen Deskriptor-Heap, braucht keinen Deskriptor, braucht keinen Speicherplatz, nur eben das für den Constant-Buffer. Werden wir auch eben heute verwenden, wobei man in der richtigen Engine da eigentlich dann schon anders vorgehen würde. Aber ja, also einfach als Beispiel jetzt hier mal, werden wir das ganz einfach mal so verwenden und das direkt eben an die Root-Signatur binden. Andere Möglichkeit, eben über den Umweg Descriptor-Heap, gibt es die ID3D12-Device-Funktion CreateConstantBufferView. Da brauche ich einen Descriptor und eine Descriptor-Handle natürlich, also Handle auf dem CVV-SAV-UAV-Descriptor-Heap. Eine Handle da eben rein und eine Description. Die Description ist im Prinzip auch nichts Besonderes. Ich brauche die Buffer Location und zusätzlich auch die Size. Die Size brauche ich interessanterweise nicht, wenn ich es direkt an die Root-Signatur bilde. Grund kann ich euch nicht sagen. Hat wahrscheinlich DirectX intern irgendwie was zu tun, aber ja, ist so. Genau. Dann zweiter Teil DirectX 12, Root-Signatur und HLSL. Da habe ich vergessen, das Bild aus. So, da haben wir dann auch schon das richtige Bild. Schauen wir uns das erstmal die Root Signature an. Das allererste Mal so das kleine Nebenbemerkt: Es kann in den Root Table rein, muss aber nicht. In dem Fall habe ich mich dazu entschieden, es eben nicht reinzutun, eben ein bisschen weniger aufwendig jetzt hier fürs Tutorial. Also, was habe ich hier definiert? Ich habe das erste Mal hier definiert, dass ich eine Constant Buffer View haben möchte. Jetzt in dem Fall hier einen Slot 1, in dem Fall 0, 1, 2. 3 haben wir jetzt hier, beziehungsweise der zählt ja nicht mit, jetzt haben wir 0, 1, 2. Also am Slot 1 haben wir jetzt hier ein Constant Buffer View, Register hat er hier B1 bekommen, denn B0 ist ja hier schon durch die Root-Konstanten belegt. Visibility hat mein Constant Buffer View in dem Fall jetzt hier Vertex Shader bekommen, denn ja, wir werden das auch nur im Vertex Shader verwenden, denn wir werden das nutzen, um die Ecken von dem Dreieck, also die Vertices, zu transformieren in der Breite und in der Höhe, je nachdem, wie groß unser Dreieck sein will, denn wir werden heute nämlich das Dreieck modifizieren von der Größe, also eben nicht vergrößern, sondern verkleinern, weil maximal groß hatten wir schon. Werdet ihr aber gleich sehen, die Logik erkläre ich dann gleich, wenn wir uns den Shader anschauen. Genau, der nächste Schritt nach der Root-Signatur ist natürlich, das Ganze auch in HLSL zu nutzen. Als erster Schritt, wenn ich mein Gesicht hier aus dem Weg geschoben habe, so, ist erstmal der Definieren eines passenden Structs. Also ein Struct, der dementsprechend passend ist, wie die Daten, die im Buffer drin liegen. Und meistens haben wir auf der CPU-Seite einen Struct. Die können wir eigentlich theoretisch sogar außer halt hier Float 4, was bei uns dann Float und dann ein Array der Größe 4 ist, wird halt hier ein Float 4. Also so ein bisschen was müssen wir da aber schon ändern, aber im Prinzip 1 zu 1 ein Kopieren aus C++, einfach nach drüben hier Struct my constant buffer type, bla 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 bla. Der zweite Schritt ist die globale Deklaration als Constant Buffer. Das funktioniert hier mit dem Keyword Constant Buffer, beziehungsweise mit dem Typ Constant Buffer. Und der ist hier schön getemplated. Da gebe ich hier eben ein. Der Template ist eben hier mein Constant Buffer. Und das gibt jetzt im Prinzip eigentlich der GPU, den Shader Compiler, einfach nur an. Das ist ein Constant Buffer folgendes Typs. Und der heißt dann hier wie folgt. Klar, ich brauche natürlich auch wieder eine Registerbezeichnung. In dem Fall hier B0 oder in unserem Fall dann später B1. Um mit dem mitzuteilen, zack, das hier ist der Constant Buffer. Ja, die Verwendung ist dann im Prinzip ganz einfach wie eine globale Variable. Das heißt, ich kann nachher einfach hier in den Fall schreiben, singleCB.color in den Fall, um dann hier auf die vier Komponenten Color drauf zu. Ja, und das wird tatsächlich mit der Präsentation heute auch mal schnell durch. Und wir werden jetzt einfach mal direkt nach C++ schauen und uns einmal anschauen, wie denn der Constant Buffer in der Praxis aussieht. Ja, bevor ich nach Visual Studio springe, schauen wir uns das einmal hier in Visual Studio Code an, und zwar die Änderungen an den Chainern. Root-Signatur hatten wir gerade 1:1, die habe ich gerade rauskopiert, aber interessant jetzt der Vertex-Shader. Denn hier habe ich jetzt tatsächlich unseren Constant-Buffer definiert, in dem Fall habe ich das Struct hier Triangle-Parameters genannt. Und das Einzige, was der hat, ist ein Float-2-Scaling, denn ich möchte mein Dreieck skalieren. Wie wir wissen, hatten wir ja hier im Vertex, da können wir hier theoretisch nochmal hier in die Demo.hlsi reinschauen. Der Vertex hat ja eine Position und UV-Koordinaten, und die Position ist ein Zwei-Komponenten-Float, X und Y. Das heißt, ich kann im Vertex-Shader dann einfach dann hier sagen, Vertex.pos mal Parameters.scaling, denn der heißt hier Parameters.
Und mit Parameters.scaling habe ich genau das erreicht, was ich dementsprechend haben möchte. Ich habe hier mir den Scaling rausgeholt, den Float 2, und multipliziere den hier mit den Koordinaten. Und wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben ja NDS, also normalisierte Koordinaten. Das heißt, jede unsere jedes Vertex von unserem Dreieck hat irgendwie extreme Koordinaten, also entweder unten minus 1, minus 1 oder da 1, 0 oder da unten 1, minus 1. Und dementsprechend, wenn ich das Ganze eben skaliere mit einem Ganzzahlwert zwischen 0 und 1, kann ich eben das Dreieck auf die Mitte hin zu- und weg skalieren, was genau in dem entspricht, was wir eben hier erzielen wollen. Pixel Shader hat sich im Prinzip nichts geändert, kann ich auch nochmal kurz herzeigen, immer noch 1 zu 1 gleich hier mit den Samplen. Überhaupt kein Problem. Aber was interessant ist, ist natürlich C++. Wir fangen wie immer ganz oben an. Ich habe das allererste Mal einen neuen Struct definiert. Der heißt in dem Fall hier einfach Constant Buffer. Hier habe ich einen anderen Namen verwendet. Ist im Prinzip egal. Zwei Floats und zwar in dem Fall hier der Scale. So, den lege ich dann auch irgendwo mal an. Das ist, glaube ich, relativ weit unten. Ich muss gerade schauen. Ich glaube, hier oben habe ich überall nichts verändert. Das müsste irgendwo, ich glaube, noch nach dem Copy müsste das sein. Genau, hier haben wir ihn. Hier habe ich mir den Constant Buffer angelegt. Das ist vom gleichen Typ, also auch Fixed Buffer. Die Klasse habe ich ja schon mal geschrieben für den Vertex Buffer und auch für den Index Buffer. Funktioniert 1 zu 1 gleich für den Constant Buffer in dem Fall. Ist hier vom Typ Constant Buffer, weil ich ihn dem Constant Buffer genannt habe. Heißt dann hier Constant Buffer klein, X Device und den Stack Heap. Und danach muss ich dementsprechend Scaling Variablen übergeben. Oder setzen. Ich setze mein Scaling anfänglich auf 0,5, dass ich im Prinzip einfach am Anfang auf der Hälfte bin. So. Des Weiteren habe ich hier natürlich meine Root-Bindings geupdatet, sind jetzt 3 Stück und in der Mitte eingefügt, weil ich ihn ja dazwischen eingefügt habe, zwischen die Konstante und die Table, auch mal ein Root-Element rein, in diesem Fall hier vom Typ CBV. Dafür brauche ich die GPU-virtuelle Adresse von meinem Constant-Buffer, also Constant-Buffer Resource GetGPU-Virtual-Address. So, damit habe ich unsere Root-Bindings eingestellt. Jetzt wird es interessant. Und das allererste, was ich mir gemacht habe, ist, ich habe mir hier eine Stopwatch geholt. Ich weiß nicht, ob wir die schon besprochen haben. Im Prinzip hier macht die nichts anderes, wie Windows Query Performance Frequency und Query Performance Counter aufzurufen und damit mit der Frequenz und den Zählwert und ein paar abgespeicherten Variablen dementsprechend Delta-Werte zu berechnen. Ist eigentlich keine große Besonderheit, die da an sich vorgeht. Ist halt, ja, Query Performance Counter. Eigentlich kann man bei Microsoft nachschauen, gibt es Artikel Acquiring High Resolution Timestamps und dann, oder Counter Values, glaube ich, Timestamps heißt, ich weiß nicht. Einfach mal bei MSDN nach den Funktionen googeln und da gibt es eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Genau. Also erzeuge ich mir erstmal einen Frame-Timer, den brauche ich, um die Delta-Zeit in meinen Frames zu bekommen, denn das Problem ist, sobald ich irgendwie was variabel mache, hier in dem Fall werden wir jetzt, sobald sich der Constant-Buffer verändert hat, das funktioniert mit Hash-Werten, ich berechne aber den Hash-Wert vom Constant-Buffer und wenn der sich im Vergleich zu dem vorherigen Hash-Wert verändert hat, dann gibt die Funktion einmal like true zurück und dann weiß ich, ich muss was updaten. Und damit dieses Updaten schön läuft, denn sobald ich jetzt quasi mehrere Copy-Operationen habe, die sich pro Frame unterscheiden, mal kopiere ich 1 Megabyte, mal 10, habe ich dementsprechend langere Kopierzeiten und habe eventuell auch unterschiedliche Frame-Zeiten. Und das Problem ist, wenn ich unterschiedliche Framezeiten habe, wenn ich immer einen konstanten Wert jetzt, sagen wir mal, auf mein Scaling drauf oder weg addiere, dementsprechend wie ich hier die Tasten drücke, dann ist es je nachdem, was für eine andere Last auf unseren Frame gerade liegt, entweder irgendwie ruckelig oder es ist, man wird irgendwie, obwohl ich die Taste in der Konstant halte, ist es erst langsam, dann wird es schnell, dann wird es wieder langsam und es ist blöd. Von daher müssen wir uns quasi immer die Delta-Zeit holen von unserem Frame und wenn wir eben diese Delta-Zeit haben, in dem Fall ist es hier ein Float Millisekunden, den berechne ich mir, indem ich mir hier als Ganzzahl die Mikrosekunden hole, denn Mikrosekunden sind eine Ganzzahl, also der Timer kann nur ganzzählig zählen, weil es ein Timer ist. Wenn man aber Timer hören will, da kann sich gerne das Mikrocontroller-Video von mir anschauen, da ist es nochmal ganz genau erklärt, was im Prinzip ein Timer ist, weil im Prinzip ist unser Prozessor auch nur ein Mikrocontroller, auch wenn ich jetzt hier geschlagen werde, nein, es ist eigentlich ein Mikroprozessor, weil Mikrocontroller hat alles drinnen und ist halt ein bisschen der Unterschied, aber im Prinzip das Konzept von Timern ist bei beiden gleich. Das ist halt eine Ganzzahl, die ich mir nehme, die nehme ich mir eben hier als Mikrosekunden. Ich habe hier zwar auch eine Millisekundenfunktion. Das Problem ist, dass ich die dann in Ganzzahl schon gerundet kriege und das ist mir hier in dem Fall bei so viel FPS, die wir haben, zu ungenau. Also hole ich es mir in Mikrosekunden, teile es dann durch ein Floating Point Value von 1000 und habe es dann eben als Millisekunden, aber eben als Float und nicht als Ganzzahl.
Danach muss ich natürlich den Frame-Timer auch noch resetten, damit ich das nächste Mal die neue Zeit bekomme. So, das heißt, ich habe jetzt hier schon mal einen konstanten Faktor, den ich bekomme. So, dann kommt hier ein bisschen Logik. Wenn ich hier links drücke, addiere ich auf meinen Scale 0, also auf meinen X-Wert. Mein X-Wert ist ja dementsprechend der zur Seite. Drücke ich rechts, subtrahiere ich von meinem X-Wert, also besser gesagt, würde dann zusammengehen nach rechts und nach links auseinander. Und das gleiche hier noch für den 1er-Wert, also auch für den Y-Wert, auch eben mit Plus und Minus hier für die Höhe. Ja, wie berechnet sich dieser Faktor? Ich habe jetzt als allererstes mal hier meine sogenannte Step-Size gewählt. Das ist eigentlich immer relativ gleich. Ich habe hier den alten Wert. Darauf addiere oder subtrahiere ich hier meine Step-Größe. Das heißt, 0,2f hier ist quasi mein Wert, den ich erreichen will. Und diesen 0,2f-Wert möchte ich erreichen in einer Sekunde. In einer Sekunde möchte ich mich hier um 0,2f bewegen. So. Um das aber zu erreichen, muss ich Delta Millisekunden noch mit einberechnen, denn wenn ich hier nur diese mal 1000f hier quasi rechnen würde, dann hätte ich ein Problem, weil dann würde ich hier viel zu viel multiplizieren und hier viel zu viel groß gehen. Aber indem ich hier Delta Millisekunden durch eine Sekunde teile, also Millisekunden, 1000 Millisekunden sind eine Sekunde, bekomme ich hier quasi einen Wert, einen normierten Wert, eine Skalierung quasi, quasi das wievielste von einer Sekunde der aktuelle Frame darstellt. Also hier Delta Millisekunden ist ja irgendein kleiner Wert, geteilt durch in dem Fall 1000 wird noch viel kleinerer Wert, weil ich eben noch nicht diese volle Sekunde oder auf jeden Fall nicht diese volle Sekunde erreicht habe, weil wir haben eine Frame-Time von 0,4, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Millisekunden. Und das eben geteilt durch diese 1000 gibt eben quasi den Anteil an von diesem Frame an der ganzen Sekunde. Und wenn ich eben diesen Anteil mit den 0,2f hier multipliziere, habe ich quasi den Anteil von 0,2f für diesen Frame auf der Grundlage, dass das Ganze in einer Sekunde passieren soll. Der Term hier ist 1:1 gleiche überall. Das Einzige, was sich hier nochmal verändert hat, ist ich nehme hier mal ein STD-Min und ein STD-Max, dass ich eben nicht über gewisse Grenzen rausgehe. Wenn ich hier subtrahiere, nehme ich den Maximalwert und der Maximalwert darf 0 sein. Das heißt, es geht nicht ins Negative beim Subtrahieren und beim Addieren nicht über 1.0f, also nicht ins Positive. Können wir theoretisch mal gleich sogar nochmal vielleicht, gerade hier das Positive, könnten wir mal nochmal höher machen, gleich zum Testen. Dann würde man sehen, was das dementsprechend für einen Einfluss hat. So. Als allernächstes Mal, nachdem ich hier quasi meine Logik durchgeführt habe, überprüfe ich bei meinem Constant Buffer, ob der Changes hat. Im Prinzip, wenn ich hier reingehe, der computet hier einen Hash von meinem Inhalt vom Buffer, 128-Bit-Hash, überprüft den mit dem alten Hash und wenn der nicht gleich ist, wird True zurückgegeben und der neue Hash gespeichert. Ansonsten gibt er False zurück, also sobald ich eine Änderung habe, dementsprechend gibt es hier True zurück und dann muss ich jetzt kopieren. Ja, sobald jetzt hier quasi Changes hat, geht er hier in diesen Block rein. Dieser Block ist jetzt hier zuständig, um eine Kopieroperation durchzuführen. Bevor wir allerdings auf unseren Constant Buffer kopieren müssen, müssen wir eine Resource Transition auf State Copy Destination durchführen. Wir wissen, dass wir nur über den Typ Direct Resource Transitions machen können, also müssen wir hier unseren LAO nutzen, also Constant Buffer Resource, Resource Transition auf unseren LAO auf Copy Destination. Und sobald wir das hier haben, ist quasi vorgemerkt, dass wir hier eine Resource-Transition haben wollen. Und dann machen wir weiter, indem wir uns hier erstmal ein leeres RAID-Objekt erzeugen, dann auf unseren Ring-Buffer gehen und hier sagen Q-Upload. Eigentlich habe ich ja gesagt, sollte man einen Stack-Upload-Buffer für Frame-to-Frame-Daten nehmen, aber ich war hier faul, der war schon erzeugt, also nutzen wir den doch auch. Ist jetzt in dem Fall eigentlich auch echt egal. Von daher nutzen wir den jetzt einfach hier und sagen jetzt hier Ring-Buffer, Q-Upload, Constant-Buffer, Resource, Constant-Buffer-Pointer, Offset 0, Size vom Constant-Buffer. Erzeuge mir bitte folgendes RAID-Objekt mit deiner Dependency und du musst bitte auf den LAO warten, denn der LAO hat hier eine Ressource-Transition, die für dich wichtig ist. So, nächster Schritt ist den LAO Execute zu exchangen. Eigentlich könnten wir, um noch ein bisschen mehr Performance rausholen, den LAO Execute Exchange hier oben hinpacken und den LAO Create Wait Object hier Auto LAO LAO W können wir hier mal machen, so, und dann könnte ich hier unten den LAO W hier unten reinpacken, dann wären wir jetzt von der Performance hier sogar am besten dran, weil während ich hier die CPU-seitigen Aktionen durchführe, ist wahrscheinlich die Resource-Transition auf der GPU schon fertig und RB Kickoff kann direkt arbeiten und dementsprechend hier super arbeiten. So. Nächster Schritt ist natürlich, nachdem ich hier gekickt off habe und mein Copy im Hintergrund läuft, die Resource Transition auch wieder zurückzunehmen. Nachdem ich hier ja LAO Execute Exchange eingegeben habe, habe ich ja einen neuen LAO. Das heißt, ich kann hier auf den neuen LAO hier die Resource Transition zurück zu dem Status Vertex and Constant Buffer machen. Überhaupt kein Problem.
und kann danach sagen, allow at dependency wo, denn wo kommt ja hier von meinem Q-Upload, denn auf diese Kopieroperation muss ich ja warten. Deswegen brauche ich hier am allow die Dependency. So. Ja, jetzt nachdem das Ganze hier fertig ist, ist eigentlich schon alles durch. Hier unten habe ich nichts geändert. Der State Bind macht das ganze Binding automatisch. Drawing hat sich alles nichts geändert. Funktioniert 1 zu 1 gleich. Klar, hier unten noch ein bisschen releasen, das ist ja immer das Gleiche. Aber an sich hat sich da nichts verändert. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. So, und hier jetzt ganz kurz am Rande. Das wird euch sicherlich irgendwann, wenn ihr Visual Studio nutzt, auch mal passieren. Ja, kompiliert und es geht nicht. Kann noch mal zeigen. Geht nicht. Und ihr werdet hier sehen, hier, stimmt nicht. Hä, das hat aber nicht funktioniert. Das wollte IntelliSense aber immer noch. Pufferüberlauf, Exceptions +++, JSON.h, Fallthrough, XX-Hash, Fallthrough, Exceptions +++, XS, Exceptions +++, XTR1, kommen. Hö? Was soll denn das? Hä, das ist doch alles gar nicht mein Code. Was ist denn überhaupt das Problem? Und das ist was, was C++ sehr gerne macht. Es gibt sehr viele Fehlermeldungen, außer im Prinzip die einzige relevante Fehlermeldung ist die hier. Und zwar sagt die vorkompilierte Header-Datei stammt aus einer anderen Version des Compilers oder eine vorkompilierte Header-Datei stammt aus C++ und sie verwenden einen Header aus C oder umgekehrt. Und genau das ist es eigentlich. Ich habe ein Visual Studio Update gemacht, das heißt, meine PCH entspricht nicht mehr der aktuellen Version. Ich muss die komplette Solution entweder bereinigen oder neu erstellen. Aber ein Tipp, wenn ihr, besonders wenn ihr Templates habt, nicht hier reinschauen ins Fenster. Klickt hier auf Ausgabe und ihr werdet sehen, dass hier in der Ausgabe nur eine einzige Fehlermeldung ist. Dieser einzige Fatal Error hier. Und der ist der Error, der tatsächlich genau das ist. Und der sagt euch straight away, was das Problem ist, wo euch hier alles Mögliche zugespammt wird. Also einfach hier oben erstellen, zack, neu erstellen. Dann erzeugt er alles nochmal neu. Das kann jetzt nochmal kurz einmal dauern, weil die Codebase relativ lang ist. So, fertig. Und jetzt kann ich tatsächlich auch mal starten und habe keine Probleme. Und dann sollte alles gehen. Und da haben wir unser Dreieck. Das Erste, was uns auffällt, es ist schon mal nur halb so groß. Und wir erinnern uns, wir haben im Constant Buffer ein halb als Wert drinnen, als Standardwert. Und wir sehen auf jeden Fall schon mal, unser Shader funktioniert. Jetzt ist die Frage, ob unser Uploading funktioniert. Also, aha, es ändert sich. Schön. Und ihr seht tatsächlich, dass wir immer einen FPS-Drop haben, wenn ich hier drücke. Um ein paar hundert FPS, 200 FPS, weil das halt unser Update ist. Unser Update braucht Zeit und dementsprechend haben wir hier FPS-Probleme. Klar, wenn man das später mehr parallelisiert, dann sind das Probleme. Und lustigerweise, seht ihr, man hat irgendwie so einen Eindruck, dass es jetzt schon dreidimensional ist, dass es jetzt quasi nur so nach hinten reinschaut. Und das ist tatsächlich dieses Warping, was ich im Texture-Video erzählt habe, was man quasi versucht, um Sachen 3D darzustellen. Und das funktioniert jetzt hier halt im Prinzip relativ gut, weil ich im Prinzip Dreieck habe. Guckt euch mal an, diesen Effekt, den ich euch erzähle hier. Ja, oder habt ihr jetzt auch gedacht, dass sich das Dreieck gedreht hat, oder? Wenn ich jetzt hier zur Seite gehe und dann schnell wechsle, dann sieht es aus, als ob sich's flippt, obwohl es nur zusammengeht und wieder auseinander geht. Und ja. schöne Sache, wir können unser Dreieck jetzt rummoven und manuell skalieren. Ja. Da könnt ihr jetzt tatsächlich sehen, dass wir hier im Moment über einen Constant Buffer Werte auf die GPU übertragen und Sachen erstellen. Und im Prinzip können wir jetzt einen vollen 3D-Renderer schreiben. Also von der API-Knowledge, die wir haben zumindest. Fast. Ein bisschen was fehlt natürlich noch in der API und auch die API-Practice, aber an sich haben wir alle Capabilities und Prerequisites, um jetzt hier fett 3D zu rendern. Na, auf jeden Fall haben wir hier ein schönes Dreieck. Das kann jetzt hier schön moven. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns, nein, nicht im nächsten DirectX 12 Video, sondern im nächsten DirectX 12 UI Video. Ich werde da noch ein bisschen Refactoring durchführen. Ich werde dann Layer Stack Manager schreiben. Was er im Prinzip macht, erkläre ich nächstes Video oder vielleicht ganz kurz jetzt schon mal. Der Layer Stack Manager wird einfach ein bisschen was dekappeln, dass ich quasi theoretisch UI, 2D und 3D alles in einen Frame zeichnen kann und besonders die ganzen Update-Funktionen und 3D-Funktionen parallelisieren kann auf der CPU und dass das Zeichnen dementsprechend auch eben für den Layer Stack Manager automatisiert wird. Das ist eben jetzt Code, den ich schreiben werde, den ich nicht eins zu eins erklären werde, weil das sonst einfach ausufert und ich einfach auch leider die Zeit nicht habe. Für die letzten drei Videos habe ich jeweils vielleicht eine halbe Stunde programmiert und insgesamt in Videoproduktion wahrscheinlich pro Video, besonders die letzten zwei Videos, besonders das Texturvideo,
Ja. Texturvideos sind, glaube ich, locker 10, 12 Stunden reingeflossen, nur von Videoproduktion. Mit allem drum und dran. Und das Programmieren für das Texturvideo war eine halbe Stunde. Deswegen muss ich schauen, dass ich ein bisschen. Jetzt kommen wir langsam ins UI und in die solche Sachen, da ist ein bisschen der Programmieranteil für mich mehr. Da wird sich es wahrscheinlich dann langsam wieder ausgleichen, aber im Moment war es so das eine Extrem, was erreicht worden ist. Aber gut. Ich werde dann auf jeden Fall das ein bisschen refactoren in den Code. Also nicht refactoren, im Prinzip werde ich den kompletten Main-Job-Steuerung A entfernen. Die ganze Initialisierung bleibt natürlich alles da, aber alles, was jetzt irgendwie in diesen Debug-Brackets war, da kommt dann jetzt eben raus. Und dann wird nur der Layer-Stack-Manager reinkommen und dann wird es spezielle Funktionen geben, virtuelle Funktionen, die wir dementsprechend als Layer implementieren. Und in den Funktionen werden wir dann unser ganzen Stuff machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns und Servus!